Spiegel TV heute Abend. Die Tricks des David Copperfield. Ein Zauberlehrling packt aus. Nach dem Terroranschlag von Oklahoma. Angst vor den rechtsradikalen Milizen. Wir sind die Bosse, nicht die Regierung. Wir haben sie an die Macht gebracht und wir können sie auch wieder feuern. Frankfurt Oder grüßt Las Vegas. Ein Boxkampf und die Folgen. Die geheimen Schlappen des Bundesnachrichtendienstes. Vom Osten seit Jahren enttarnt. Ein altes Sprichwort sagt, ein erkannter Gegner ist keiner mehr. Filbingers Rücktritt und die Stasi hat das MFS gefälscht. Er ist nicht nur ein furchtbarer Jurist, sondern er ist ein abgefeimter Lügner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch in einer Zeit, in der Terror, Schrecken und Gewalt zu dominieren scheinen, gibt es gute Nachrichten. Wer befürchtet hatte, dass der glutäugige Magier David Copperfield irgendwann einmal Deutschlands Oberblondine Claudia Schiffer einfach wegzaubern würde, kann aufatmen. Der Mann kann in Wirklichkeit noch nicht einmal fliegen. Das zumindest behauptet ein Kollege, dem es Spaß macht, Copperfields Tricks zu verraten. Echt fies und hundsgemein. Ein Film von Uta Seidenspinner und Katrin Warkotz. Es war einmal ein Prinz, der auszog, die Welt zu verzaubern. Sein Name war David und es umgab ihn ein sonderbarer magischer Glanz. Es liebten ihn alle Frauen, denn er war unwiderstehlich. Sogar das schönste Burgfräulein aus Deutschland war ihm zärtlich zugetan. Also erstmal ist er ein ganz großer Magier, also Zauberer. Er macht also wie gesagt eine wunderbare Show. Ich habe sowas noch nie gesehen und habe auch wirklich nie geglaubt, dass es so toll sein sollte. Und zweitens ist er charmant, sehr gut aussehend, sehr, sehr nett. Und kümmert sich sehr um die Leute, wie gesagt, die teilnehmen oder die im Publikum sind. Er nimmt sehr viel teil an dem, was die Leute im Publikum denken und guckt sich die Reaktion jeweils an und spielt mit denen. Das ist toll. Also sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Ganz Deutschland im Copperfield-Fieber. Der Künstler ist hierzulande bald wieder auf Tour. Mit dem Gepäck die Todessäge, sein neuester Hit. Übers Jahr hat der Mann um die 500 Auftritte in aller Welt. Was bleibt ihm da anderes übrig, als sich förmlich zu zerreißen? Alles fauler Zauber, sagt ein weniger bekannter Magier über solche und andere Tricks. Herbert Becker aus Florida verrät jetzt in einem Buch die Geheimnisse diverser Illusionisten, darunter auch David Copperfield. Der wollte die frevlerische Publikation wohl schon im Vorfeld verhindern und machte offenbar Druck, allerdings ganz ohne Magie. He claimed the book violated. Er behauptete, dass durch das Buch Geschäftsgeheimnisse hier in Amerika verletzt wurden. Das Foto auf dem Umschlag schränkte seine Persönlichkeitsrechte ein. Es gab noch mehr Gründe. Er sammelte Material für eine Klage über 25 Millionen Dollar. Da kam schon einiges zusammen. Seine Anschuldigungen hatten beinahe mehr Umfang als das ganze Buch. Es ist unglaublich. Vorsorglich verzichtete Beckers Verlag auf einige der großen Copperfield-Tricks im Text. Zum Beispiel die Nummer mit dem Flügel, zum Ärger Beckers. Der hat keine Angst vor der Macht des Magiers und plaudert ungeniert weiter aus dem Zauberkästchen. I think flying is one of the stupidest tricks. Der Trick mit dem Fliegen ist wohl einer der dümmsten. David fliegt an Seilen. Bevor es losgeht, lässt er sich hinter der Bühne ein Geschirr aus Seilen und Ton anlegen. Wenn er wieder nach vorne kommt, trägt er ein weites, massig wirkendes Outfit. Er ist verdrahtet und sie ziehen ihn hin und her. Für mich ist das nicht einmal ein Trick. Der Mann ist echt auf Draht. Mit Kaninchen im Zylinder und ähnlichem Krimskrams begnügt er sich schon lange nicht mehr. Lieber lässt er gleich die ganze Freiheitsstatue verschwinden. Inzwischen soll sie wieder fest am Platz stehen. Der Trick funktioniert so. Die Zuschauer sitzen hier, die Statue steht da drüben. Das Publikum schaut in diese Richtung, über das Wasser hinweg. Dies ist der Vorhang, alle sitzen dahinter. Der Vorhang wird geöffnet, alle sehen die beleuchtete Statue.
Dann machen sie den Vorhang zu. David erzählt, was er gleich vorhat. Der Vorhang öffnet sich. Die Statue ist weg. Man hatte die Plattform bei geschlossenem Vorhang in diese Richtung gedreht. Nach dem Öffnen blickten die Zuschauer dorthin. Die Statue war weg. New Yorks Zauberer halten von Beckers Enthüllungstaktik rein gar nichts. Hier, im weltweit größten Geschäft für Magierbedarf, hat Copperfield eine treue Fangemeinde. Zuweilen schaut der Meister selbst mal rein. Beckers Buch sucht man hier vergebens. I think he did a great disservice to magic. Ich glaube, das hat der Zauberei sehr geschadet. Er nennt sich selbst Zauberer. Er sollte sich schämen. Wir haben auch einige Bücher, in denen Tricks beschrieben werden, aber die werden nur an Insider verkauft und nicht an jeden Erstbesten im nächsten Laden. Not down in the bookstores where anybody can buy it. Unmut auch an der Basis, wo man mit liebenswerten kleinen Tricks dem großen Vorbild nacheifert. Zum ersten Mal wagte es einer aus den eigenen Reihen, die Omerta zu brechen, das magische Gesetz des Schweigens. Ein ehrlicher Zauberer, so meint man hier, tut sowas nicht. It's like a fraternity, you know, that we belong to, you know, we're not supposed to expose tricks and so forth. Because when you expose something, it takes the wonder out of it. And I mean, it's always good to keep them guessing. Right. If you knew how this Wenn was Sie done, alle Tricks kennen würden, wären Sie sehr enttäuscht. Man hat mich schon oft gefragt, wie David die Freiheitsstatue verschwinden ließ. Ich sage nur, er hat es sehr gut gemacht. Well. Ziemlich gut funktioniert auch der Trick mit dem Eisenbahnwaggon. Der löst sich auf Kommando mehr oder weniger in Luft auf. Genauso wie Flugzeuge und anderes Transportgerät in der Gewalt des Meisters. The reason why this only works on TV is because es funktioniert the trick's nur im Fernsehen aus einem einfachen get the cameras Grund. Going, the cameras die Kameras going here, laufen, dann heißt es Schnitt. Die Kameras stop the camera, then they sie schieben das Flugzeug weg, away, dann hängen sie den Vorhang wieder auf. Put the blockage back up dann again, sagt the guy der Typ weiterdrehen it, und say, das wow, Ding ist verschwunden. It's a good trick, damit I guess, kann man die Leute so richtig foppen. Ein Trost bleibt. Vielleicht ist ja die Säge echt. Und wenn der Magier nicht zerstückelt ist, dann trickst er auch noch morgen.